Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2022 Projekt mit dem Ferrari-Team. Ein Schumacher-Ferrari und das nächste Design, der Heckflügel, ist fertiggestellt. 7 Tage. Können wir auch ganz normal anfertigen. Dann könnten wir eigentlich ein neues Projekt forschen, ne? British Grand Prix, was sagt der Rennkalender eigentlich? Zehn Rennen hätten wir um. Wir haben keine Ressourcen, um etwas zu entwickeln. Wir müssten jetzt wieder beginnen. Wir haben noch Teile, die gerade Unterboden in 12 Tagen Aufhängung. Ich würde tatsächlich ein Teil noch einmal reinhauen. Frage, wo wir investieren. Gehen wir noch einmal auf den Heckflügel. Geschwindigkeit. Ja, ich denke, so werden wir das machen. Yep, so geht das Teil in die Produktion. 45 Tage, kostet auch ordentlich Schotter mal wieder. Oh, Charles Leclerc bekommt noch mal einen Punkt. Der kriegt Genauigkeit. Übrigens habe ich mir schon Gedanken gemacht. Wir müssen ja mal gucken. Fahrertechnisch, der Vertrag würde auslaufen. Ich bin am Überlegen, den Vertrag nicht zu verlängern mit Charles Leclerc. Richtig. Ich denke, er möchte Weltmeister werden. Und es kommen viele Kandidaten in Frage. Eine mögliche Variante wäre, nochmal Lewis Hamilton zu holen. Der Vertrag läuft nämlich auch aus. Science weiß ich nicht, den haben wir extra ersetzt. Lando Norris scout mir gerade. Bei Valtteri Bottas wird kein Thema sein, obwohl ich davon überzeugt bin, dass er uns weiterhelfen würde. 28 Millionen kostet Lewis Hamilton. Ich wäre natürlich sehr scharf auf Fernando Alonso tatsächlich, den noch einmal in den Ferrari zu holen. Der würde uns auf jeden Fall nach vorne bringen. Jeweils eine Podiumsplatzierung bei Alpha nur 77 Punkte, jetzt bei Williams nur 4 Punkte. Fernando Alonso wäre so ein kleiner Favorit, aber auch Daniel Ricciardo könnte nochmal seine Saison abschließen. Vertrag läuft auch aus. So, Sebastian Vettel hätte noch 2 Jahre Vertrag, die würde ich ihm da auch einfach lassen. Ich scoute noch Oscar Piastri, das wäre eine deutliche Verbesserung. Übrigens, selbstverständlich wäre unser Testfahrer auch die erste Option. Darüber denken wir natürlich auch nach. Dennis Hauger könnte man dann zum Beispiel auch nachziehen. Oder man holt sich einen Enzo Fittipaldi dann als Reservefahrer. Also ich habe da schon
Den einen oder anderen im Auge, schreibt gerne mal in die Kommentare, wen ihr gerne sehen wollen würdet. So, und wir bereiten uns mal aufs Rennen vor, würde ich sagen. So, und wir starten mit Q2. Denn Q1 verlief so, wie ich das auch schon vermutet habe. Wir sind auf Platz 1 und 2 gefahren. Und die Performance, jawohl, das hat wieder geklappt, von beiden Ferraris ist super. Also ich rechne mal wieder mit einer roten ersten Startreihe. Ich hoffe natürlich nicht, dass es für den einen oder Jemand anderen geriet ins Schleudern. allzu langweilig wird. Aber das ist ja das, worauf wir aufbauen müssen, auch wenn wir Schumacher nächste Saison mit einem anderen Teamkollegen fahren lassen wollen. Da muss er schließlich zeigen, was Sache ist. Denn sonst wird es schwierig mit dem Weltmeistertitel. Dann kann er nur noch aus eigener Kraft gewinnen. So, und bisher sieht das schon wieder recht ordentlich aus. Ja, und da ändert sich gar nichts. Selbst mit gebrauchten Reifen. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und zum einen fahren noch einmal die Gebrauchten. Und beide gehen wieder direkt auf die Strecke. Oh, Sainz ist auch diesmal direkt sofort rausgegangen. Und auch die Performance von Schumacher gegenüber Charles Leclerc sieht sehr gut aus. Damit bin ich sehr zufrieden. Kurzzeitig haben bestimmt Verstappen und Hamilton die Hoffnung, die könnten da noch etwas bewegen. Aber da werden wir denen leider den Wind aus den Segeln nehmen müssen. Das hoffe ich zumindest. So, Mick Schumacher ist der Letzte im Bunde, der rausfährt. Hat also die besten Optionen. Ah, Charles Leclerc hängt direkt hinter Verstappen. Ich glaube nicht, dass das optimal war. Reicht aber trotzdem für die Pole Position und Schumacher hinten dran mit knapp anderthalb Zehntel, so circa Vorsprung vor Max Verstappen. Dann Lewis Hamilton im AlphaTauri auf Platz 4, sensationell, genauso wie Joe. Ein super Job hier. Platz 5 George Russell im Mercedes auf 6, Sergio Perez 7, Carlos Sainz 8, Valtteri Bottas im Mercedes auf 9 und der Alpine von Esteban Ocon auf Platz 10. Und hier, das ist eine Sekunde zu Charles Leclerc, das ist schon echt eine riesen Hausnummer. So. Bei Charles Leclerc kriegt wieder eine Runde weniger Treibstoff. Da kann er mit sehr gut umgehen. Die Performance ist schließlich Weltklasse. Wir starten mit Mediums, denn es wird regnen. Dann auf Soft zu fahren, in den Stop-Box zu gehen, ist, denke ich, Es meiner ist doch Meinung etwas nach bewölkt da. Halten Sie Quatsch. sich gut fest für den großen Preis von Eine rote Großbritannien. erste Startreihe. Reparaturierflügel so weit vorne. Wahnsinn. Da Und es starten die geht los. Gebläse Start. und los geht's. Und wir lassen Mick natürlich direkt volle Pulle angreifen. Oh, der jetzt schon auf Platz zurückgefallen ist. Komm schon. Du musst vorbei. Gib Gummi, noch ist es nicht verloren. Jawohl, mit Überschuss. Great job. Und Ferrari hat einige Plätze gut gemacht. So. Muss auch noch wieder Charles Leclerc Red Bull hat einen Platz gewonnen. vor Verstappen holen. Das hat aber Zeit, da müssen wir uns keinen Stress machen. Ich muss auch ein wenig Sprit sparen.
So, wir lassen Charles Leclerc mal eine Runde fliegen, um sich von Verstappen abzusetzen. Das hat er jetzt gemacht. Hat 2,5 Sekunden Vorsprung und 28,7. So, und wir gehen direkt wieder bei Charles Leclerc noch in den Spritsparmodus. Da gibt es noch ein bisschen was zu sparen. Und ja, mal gucken, wie die anderen jetzt nachkommen. Boxenstopp-Fenster, denke ich, haben wir drin, dass die direkt zusammen in die Box fahren können. Das sieht für mich eigentlich recht entspannt aus. So, es fängt an zu regnen. Wir haben Charles Leclerc die Lücke ein bisschen nur mit Sprit sozusagen erhöht zufahren lassen. Da ich die Hoffnung habe, trotzdem durch den Doppelstopp, dass die beide hintereinander gut durchkommen, ohne aufgehalten zu werden. Und jetzt gibt es Intermediens, denn ich denke nicht, dass es so viel stärker regnen wird. Und dann sind wir mal gespannt. Alpha Tauri, ob die sich einen Doppelstopp leisten können, weiß ich nicht. Und ich bin gespannt natürlich, wo wir am Ende rauskommen werden. Einige werden durchfahren. Die Bottas Russell direkt hintereinander wird auch ein Doppelstopp nicht funktionieren. So, Perez wird wohl durchfahren. Joe wird durchfahren. Bottas wird durchfahren. Also erstmal. Wie man sieht, Schumacher kommt direkt gnadenlos wieder raus. Und auch für Charles Leclerc passt das sehr schön. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Und er muss jetzt Tempo machen, nicht aufhalten lassen. Genau, und da ist er schon vorbei. Gleiches gilt natürlich dann jetzt hier für Charles Leclerc. Ferrari stürmt nach vorn. Und den lassen wir jetzt Druck machen. Mensch, nicht extra aufhalten. Das ist so ein mieser Move. Die fahren mit Trockenreifen. Jawohl, geh vorbei. Zack, das war's. Trotzdem, gegenüber Schumacher schon 7,5 Sekunden gekostet. Und Und Ferrari hat einige Plätze gut gemacht. reifentechnisch wäre hier Verstappen der nächste und selbst da entsteht schon eine Lücke. Also erstmal ist da alles safe. Genauer. Okay, Eieiei. aufgepasst. Da ist Schumacher. Tja, das kann Ah. eben die Räder blockieren. Hauptsache nicht im Kies stecken bleiben. Fährt hier wieder raus. Vorsprung ist um Das ist 5 ein Sekunden Herzschlag für das Team. Können Sie sich geschrumpft. Das ist nicht schlimm. Auch das muss passieren, das gehört dazu. Nein! Bitte nicht! Nein! Da ist die Wiederholung. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Nein! Oh nein, Das und da passiert der Unfall. Ich ahnst würde du mal nicht! sagen, dazu wird es später noch Fragen geben. Dazu wird es sehr viele Fragen geben. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir, dass es sie nicht allzu sehr zurückwirft. Ja, was soll ich sagen? Beide Autos ausgeschieden? Ich weiß nicht, sollen wir das Rennen jetzt noch weiterkommen? Ja, welch ein Glück, dass wir mit Ferrari natürlich einen Vorsprung haben. Wir legen noch einmal los. Restart. Strecke und Fahrer sind bereit. Verstappen, Hamilton, sehr schön. Ich bin gespannt, wer das Rennen am Ende jetzt gewinnt. Das Startsignal erlischt und los geht's. Natürlich gönnen wir das auch Hamilton. Also schauen wir mal. Da ist Sergio Perez. Und bam. Da hat es ordentlich gekracht. Das werden Sie Ja, gespürt halb haben. so schlimm wie die beiden Ferraris. Und gewinnt. Was für ein. Wieso steht hier jetzt hier der Ferrari? Mick Schumacher mit einem enttäuschenden Rennergebnis. So abseits der Strecke ja sicher. Eine schwache Vorstellung von Ferrari. Sehe ich genauso, dass es Gesprächsbedarf. Also als Teamchef werde ich die natürlich ordentlich zusammenschreien. Eine Wahnsinnsperformance von beiden Williams-Fahrern, Nicolas Latifi, aber auch Fernando Alonso. Und daran merkt man auch, dass man so einen, glaube ich, nie abschreiben darf.
hat für Williams ordentlich Punkte geholt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier 10 Punkte, das ist Wahnsinn. Williams hat hier 12 Punkte. Alfa Romeo, Daniel Ricciardo hat ja ein paar Punkte geholt. Wahnsinn. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum soll ein Fernando Alonso nicht doch nochmal in den Ferrari steigen? Nichtsdestotrotz mit 203 Punkte und Charles Leclerc mit 159, denke ich, haben wir da vorne schon einen beruhigenden Puffer, auch wenn wir jetzt keine Punkte geholt haben. Man kann halt immer nicht nur gewinnen. Beenden wir dann auch diese Folge und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Rennen in Österreich. Tschüss und ciao.